Ja, Berthe, Sie sind fürs Online-Marketing bei Tchibo direkt zuständig. Das ist natürlich nicht der erste Online-Job, den Sie in Ihrem Leben hatten, sondern... Ja, ich bin jetzt seit 11 Jahren in den Online-Medien, war einige Jahre auf Agenturseite, auf Vermarkterseite und bin jetzt seit gut 5 Jahren bei Tchibo. Tchibo schreibt ja seit über 60 Jahren Erfolgsgeschichte im Handel in Deutschland, aber auch inzwischen in Osteuropa. Das wissen vielleicht viele auch nicht. Und ich würde sagen, zum Aufwärmen, um ein bisschen ein Gefühl für die Volumina und kuriose Fakten von Tchibo zu bekommen, schauen wir uns einfach mal ein paar Folien an. Ja, okay. Also wie Sie schon sagten, über 60 Jahre haben wir schon unsere kleine Erfolgsgeschichte. Und hier sehen wir was sehr Innovatives, zumal war es das 1949. Das war der Bestellschein für Kaffee. Das war nicht nur der Beginn von Tchibo, sondern es war eigentlich auch der Beginn des Versandhandels. Nach dem Krieg, wo alles zerbombt war und keine stationären Läden da waren, haben sich die Gründer Schilling und Herz damals überlegt, dann muss man den Kaffee eben ins Haus schicken. Gute Idee. Ja, das war so der Beginn. Erst 1973 haben wir unser wöchentlich wechselndes Non-Food-Sortiment aufgesetzt, wo man also vom Sport-BH über die Klobrille und den Toaster alles kriegen kann. Noch so Meilensteine sind vielleicht 96, da war es plötzlich auch möglich, Reisen zu buchen bei uns. Und 96 wurde auch die Versandhandelstochter Tchibo Direkt gegründet. Und auch ein Jahr später schon ging der Online-Shop an den Start. Und da 97. Ist ziemlich viel passiert auf der Webseite. Und ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht mal ein paar kreative Zahlen zum Online-Verkaufserfolg von Tchibo an. Ja, also unser Online-Marketing hat natürlich den Hauptfokus auf die Non-Food-Produkte und wenn man sich mal so ein paar Fakten anschaut, die sind schon erstaunlich, 20 Millionen Armbanduhren in 20 Jahren zu verkaufen oder zur Weihnachtszeit sind wir in Deutschland der größte Schmuckhändler oder man geht davon aus, jede zweite Frau in Deutschland trägt einen Tchibo-BH und wo ich hier vielleicht auch noch drauf eingehen kann, zum 60. Geburtstag, der vor zwei Jahren war, haben wir mal eben in einer Woche 10.000 Holland-Fahrräder verkauft. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Ich glaube, für den deutschen Fahrradhändler war es nicht so wahnsinnig toll, aber das sind schon tolle Zahlen. Na, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, beginnt als Kaffeeröster, verkauft heute Holland-Fahrräder, Schmuck und Sport-BHs. Für mich ist Tchibo immer auch so ein bisschen ein Beispiel, so das Amazon-Prinzip, aber schon sehr, sehr viel früher gestartet als Buchhändler. Heute kannst du dir auch irgendwie die Unterhose mit dem Bunny-Bommel hinten bei Amazon kaufen, wenn du das möchtest. Ja. Insofern finde ich, ist das wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte und interessiert natürlich jetzt jeden, wie man das Ganze in harter Währung ausdrücken kann. Genau, kurz ein paar Zahlen. Über 3 Milliarden Umsatz machen wir mittlerweile. Und wir profitieren natürlich gerade im Marketing von unserer extrem hohen gestützten Markenbekanntheit, die gen 100% geht. Muss man eigentlich gar kein Marketing machen? Na, darüber gibt es heiße Diskussionen. Wir haben 1200 Filialen, auch in den osteuropäischen Märkten. In der Türkei sind wir mittlerweile auch sehr erfolgreich. Und dann die ganzen Shop-in-Shop-Systeme, die, glaube ich, jeder aus dem Supermarkt oder aus den Drogeriemärkten kennt. Und und unser Online-Shop befindet sich auch immer noch unter den Top 5 großen Online-Shop-Sites im Nielsen-Net-Ranking. Und das im Vergleich mit Online-Only-Marken wie eBay oder Amazon, ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. Genau. Wenn wir jetzt sagen, ins Online-Business gestartet mit E-Commerce 1997, da kann man schon sagen, Tchibo war da als First Mover wirklich prägend auch für die deutsche E-Commerce-Landschaft. 1997, das ist jetzt echt schon eine Weile her und da gab es doch in der Zwischenzeit einige Trends und einige Hypes, die hochkamen. Ich glaube, was interessant wäre zu wissen ist, welche Trends hat denn Tchibo so mitgemacht und welche Trends hat man gesagt, nee, das ist eher ein Hype, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, wirklich zu unterscheiden, was ist ein Trend, den soll ich vielleicht ausprobieren und
zu sagen, nee, das ist ein Hype, das wird wirklich hochgejubelt und wo lasse ich lieber die Finger weg? Wie war das bei Tchibo? Naja, also ich denke, der größte Trend war natürlich 1997 schon mit einem guten Shopsystem am Start zu sein. Ich weiß, dass damals die Kunden das auch wahnsinnig innovativ fanden, nach ihrer Bestellung im Shop eine Bestätigungsmail zu bekommen. Wow, ganz schön trendy. Ja, somit sind wir vor 2000 auch schon mit dem Online-Marketing begonnen, konnten das Suchmaschinen-Marketing über viele Jahre aufbauen, gute Affiliates an uns binden, Portalkooperationen und haben hier eigentlich viel Zeit uns gelassen und sind vielleicht auch nicht jeden Trend mitgegangen, unsere Investitionen effizient und konservativ einzusetzen. Das heißt, was wir heute ja auch gehört haben, ist dieses wirklich Testen, optimieren. Rat wäre jetzt hier im Zweifelsfall wirklich mal abwarten, konservativ zu investieren, wirklich auf Basis des eigenen Businessmodells zu schauen, was macht für meine eigene Wertschöpfung Sinn. Wenn man sagt, nicht jedem Trend vielleicht gleich folgen, aber doch versuchen, First Mover zu sein, ist ja ein gewisser Spagat, der bei Tchibo ganz gut gelungen ist. Wie schaut's aus in puncto Geschäftsmodell? Das ist ja doch bei Tchibo auch speziell, nämlich jede Woche eine neue Welt, eine neue Produktwelt. Das ist eine ziemliche Herausforderung fürs gesamte Marketing, aber natürlich auch fürs Online-Marketing. Mhm. Wie sind denn da so die Erfahrungen? Ja, also unser Geschäftsmodell in der Tat ist was Spezielles und eine Herausforderung auch im Online-Marketing. Wenn man sich mal unsere Non-Food-Produkte anschaut, die sind maximal 6 Wochen online im Shop erhältlich, meistens aber schon früher ausverkauft. Das heißt, wir müssen im Online-Marketing extrem schnell die Produktlisten auf Google einpflegen, um eben und immer ein gutes Auge darauf haben, dass wir schnell und effizient mit den neuen Produkten unterwegs sind. Wir haben ja jetzt vorhin und auch in den letzten 2 Vorträgen das Thema Retargeting gehört und auch die Empfehlung, wirklich massiv Retargeting einzusetzen, um den eigenen Werbeerfolg messbar zu erhöhen. Es gibt sehr viele Firmen, die zurzeit durch die Welt gehen und sagen, meine Retargeting-Lösung ist die beste. Welche Erfahrungen hat denn Tchibo mit Retargeting? Da können wir doch vielleicht was lernen. Ja, das Thema Retargeting. Also ich finde, das ist ein sehr interessanter und wichtiger Trend aus meiner Sicht, der teilweise aber auch zu sehr gehypt wird. Ich finde, auch für einen Online-Marketing-Menschen ist es gar nicht so einfach, da durchzufinden, welcher Dienstleister hat denn jetzt welchen Ansatz, welche Technologie ist dahinter, was passt für meine Marke, für meine Produkte am besten. In der Tat muss man das ganz genau prüfen. Wir haben uns eher für eine Light-Retargeting-Version entschieden, die wir mit unserem Nutention-Ad-Server ausfahren, weil wir sind kein Dauersortimentler, unsere Produkte sind sehr schnelldrehend und es macht ja keinen Sinn, wenn ich wochenlang die deutsche Hausfrau mit dem Tchibo Wischmopp-Banner verfolge. Und, wenn der schon längst ausverkauft ist. Genau. Und ich finde auch, dieses Thema Retargeting, es gibt so viele unterschiedliche Ansätze und es gibt auch sehr krasse Ansätze, die man sich auch als Unternehmen wirklich überlegen muss. Wir hatten das in dem Vortrag davor auch schon kurz. Einige haben ja schon so einen leichten Stalking-Ansatz und da sollte man sich natürlich wirklich überlegen, möchte ich das überhaupt? Passt das zu mir und meiner Marke? Also Stalking-Ansatz wäre wirklich, ich habe den Tchibo Wischmopp-Banner und ich besuche... Spiele ihn immer wieder aus an meinen User zum 100. Mal und ja. Erkenne den über Cookies immer wieder und gebe einfach nicht auf. Genau. Und auch das Thema Datenschutz, finde ich, ist sehr wichtig und schwierig zu bewerben auch. Denn was wird dahinter alles ausgewertet von meinem Retargeting-Dienstleister? Welche Daten laufen da ein? Wie geht er mit den Daten um? Und wir hatten heute Mittag einen Vortrag, wo jemand davon sprach, dass ja auch die Cookie-Richtlinien jetzt geändert wurden auf dem europäischen Markt, aber noch nicht so ganz durchgeführt werden. Aber im Endeffekt muss man sich ja auch überlegen, wenn ich als Unternehmen mich voll auf einen Retargeting-Ansatz verlasse
und diese Cookie-Richtlinien jetzt wirklich auch richtig durchkommen, dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich eigentlich alles einstampfen. Also ich finde, es ist gut im Marketing-Mix, aber aus strategischer Sicht muss man auch vorsichtig sein. Das heißt, auch da wieder sagen, okay, ein Teil meines Budgets, alles klar, testen, sich vorher überlegen, wie passt das zu meinem Geschäftsmodell, genau. Welche Wertschöpfungsziele habe ich damit, genau beobachten, aber jetzt nicht zu 110% Budget rausreißen und sagen, alles voll auf Retargeting, weil es kann durchaus passieren, dass die Gesetze dann auch mal eingehalten werden. Auf jeden Fall. Und das schaut dann am Ende des Tages nicht so gut für die eigene Wertschöpfung im Marketing aus. Genau. Andere Frage, Tchibo, online, worin investieren Sie denn zurzeit? Was sind Trends, wo Sie sagen, ja, da sind wir dabei? Ja, auch da hatten wir bei dem vorherigen Redner eben schon das Thema Customer Journey Analyse. Da investieren wir zurzeit sehr viel Zeit und Energie rein. Das heißt, der Marketingverantwortliche möchte ja gerne, oder es ist natürlich sehr interessant und spannend zu erfahren, wie ist denn für mich die beste Aussteuerung meines Budgets, in welche Marketingkanäle. Wenn im Unternehmen Leute, die weiter ab vom Thema sind, kommen dann auf mich zu und sagen, ja, wow, der CPO im Suchmaschinenmarketing ist ja der Beste, da müssen wir mehr Budget reinhauen. Und ich sage dann, nee, Moment, stopp. Der Suchmaschinenmarketing profitiert ja nur davon, dass wir gerade so viel TV und so viel Portal oder Displays draußen haben. Also das sind so typische Diskussionen, die, glaube ich, jeder im Unternehmen kennt, und von daher geht zurzeit sehr viel Energie da rein, dass wir eine gute Customer Journey Analyse auf die Beine stellen. Das heißt, muss ich mir dann Ihre Arbeit vorstellen? Sie sitzen mit bildschirmgroßen Augen vor mehreren Dashboards und steuern eigentlich Ihr Online-Marketing auf Basis von Algorithmen und Zahlen, die auf vervielfältigste, verrückte Art und Weise kumuliert bei Ihnen landen mit so einem Ampelsystem und oder also ist das der Weg, wo die Marketingarbeit im Online-Business hingeht oder endet oder neu beginnt? Gott sei Dank noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass es dahin geht. Sicherlich sind gerade im Online-Marketing Zahlen und Analysen und Echtzeitoptimierung große Themen. Wir haben im Online-Kanal eben auch die Möglichkeit, aber meine Meinung dazu ist, gute Zahlenbasis gepaart mit einem guten Marketingverständnis, das ist eigentlich so der Erfolg für einen guten Marketing-Mix. Das heißt, bei aller Liebe zu den Daten, der menschliche Verstand und das Marketingwissen sind nach wie vor eigentlich die Kriterien, die man zusätzlich einsetzen muss, weil ich glaube, Khrushchev sagte ja mal, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Je nachdem, wessen Dashboard man da gerade öffnet, braucht man natürlich Erfahrung und auch Hirn und Verstand, um zu sagen, wie bewerte ich jetzt die Zahlen und wie optimiere ich darauf meine Online-Strategie. Auf jeden Fall. Das heißt, Rat quasi an alle, die jetzt da sitzen und überlegen, was sie in ihrem Online-Marketing ändern können, ist früh anfangen auf jeden Fall. Eher mal konservativ reingehen und mal wirklich abtesten. Viel testen, Budgets allokieren, gute Tools haben. Genau. Und niemals müde werden, immer wieder zu optimieren. Genau. Prima. Dann sage ich danke für den guten Rat und auch danke für die Insights in die Tchibo Online-Welt. Passiert nicht oft, umso mehr freue ich mich, dass Sie heute Zeit hatten und Lust hatten, hierher zu kommen und diese Erfahrung einfach ein bisschen mit hanseatischer Gelassenheit weiterzugeben. Und wir widmen uns dann unserem letzten englischen Panel für heute. Ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Dankeschön.